geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA-Talk. Heute geht es um FIFA 18, aber auch um FIFA 19. Ich habe insgesamt drei Themen für euch mitgebracht. Beim ersten Thema geht es um eine 99er-Karte im WM-Modus. Beim zweiten Thema geht es um Transfers in FIFA 19. Und beim dritten Thema geht es letztendlich um neue Trikots in FIFA 19. Und falls ihr mehr FIFA-Talks sehen wollt und allgemein mehr FIFA 19-Stuff, lasst einen Daumen nach oben da, lasst unbedingt auch ein Abo da und aktiviert unbedingt die Glocke, um keine neuen FIFA 19-Videos zu verpassen. Ein riesiges Dankeschön einfach an dich, dass du dieses Video hier gerade schaust, das freut mich wirklich sehr und ja, einfach nur danke dafür. Ja, und wir gehen jetzt rein ins erste Thema und da geht es um die 99er-Karte im WM-Modus und das Ganze hat der MadHDGamer herausgefunden. Er hat das, denke ich, auch von einem Abonnenten zugesendet bekommen und da sieht man einfach El Amadi mit einem 99er-Rating und da ist einfach auch jeder Stat bei 99. Was sehr interessant ist, diese Karte ist bei den Ingame-Stats nicht überall 99 geratet, also da ist nicht jeder einzelne kleine Wert bei 99, sondern die sind auch teilweise niedriger, so bei 80 oder so zum Beispiel. Das ist eigentlich ziemlich verwunderlich, denn man denkt, okay, jetzt ist das eine 99er-Glitch-Karte oder was auch immer und dann müsste doch auch jeder Wert bei 99 sein und das ist eben dann nicht der Fall. Also irgendwie extrem seltsam, das ist natürlich auch echt nur ein Bug gewesen, aber irgendwie war das, glaube ich, bei jedem Spieler kurzzeitig der Fall, der den El Amadi hatte, dass der eben ein 99er-Rating hatte und das war komplett random, der hat nicht irgendwie unfassbar gut gespielt oder hat irgendwie was Besonderes vollbracht oder so, das war wirklich einfach komplett random und da gab es einfach wirklich diese höchst geratetste Karte im WM-Modus auf einmal. So crazy, aber ja, das war auf jeden Fall vor kurzem einfach mal der Fall. Das Video vom MadHDGamer habe ich euch natürlich in die Beschreibung gepackt, genauso wie das folgende Thema. Und zwar geht es da um die FIFA 19 Transfers und Gerüchte, also wirklich schon bestätigte Sachen, aber auch eben teilweise nur Gerüchte, wie zum Beispiel jetzt eben Ronaldo zu Juventus. Und da habe ich einen YouTuber gefunden, der da wirklich sehr gute Predictions macht, kurz und knapp. Und das würde ich euch einfach mal empfehlen, falls ihr euch dafür interessiert. Denn ich persönlich mache solche Videos eigentlich eher selten, deswegen würde ich euch einfach mal diesen YouTuber empfehlen, beziehungsweise diese Videos. Und ich habe euch dazu einfach mal ein Video in die Beschreibung gepackt. Er macht wirklich sehr gute Predictions und ist da immer auf dem Laufenden. Und ja, das mit Ronaldo zum Beispiel, es ist bis jetzt nur ein Gerücht, aber vielleicht passiert das ja wirklich, dass der zu Juventus Turin wechseln wird. Beim letzten Thema geht es um FIFA 19 Trikots und ihr werdet euch jetzt denken, hä, wie willst du jetzt schon FIFA 19 Trikots wissen, wenn FIFA 19 noch gar nicht draußen ist? Aber das Ganze ist eigentlich ziemlich einfach, denn auf den Homepages von den ganzen Top-Mannschaften sieht man eben teilweise schon die offiziellen Trikots von denen, eben zur neuen Saison, zur Saison 2018-2019. Zum Beispiel bei Arsenal findet man schon das Heim- und das Auswärtstrikot und ich habe euch dazu auch ein Video verlinkt. Dort sind ein paar interessantere Trikots dabei, also nicht wirklich die von den Top-Mannschaften. Und dann habe ich euch noch eine Website verlinkt, dort sind wirklich eigentlich die Top-Mannschaften auch schon vertreten mit ihren neuen Trikots eben, die dann eben logischerweise auch in FIFA 19 dabei sind, denn die, denn EA Sports nimmt natürlich halt die offiziellen Trikots und da wird sich auch an den Trikots nicht ändern. Wenn die einmal veröffentlicht wurden von den Mannschaften, dann sind die in FIFA 19 auch genauso drinnen. Was natürlich immer auch interessant ist, sind diese kleineren Mannschaften, die dann sehr interessante Trikots haben, also zum Beispiel so ein pinkes Trikot oder so, welches Ingame dann cool aussieht und dazu habe ich euch eben dieses Video verlinkt, dort ist nämlich auch zum Beispiel Queen Park Rangers dabei und dort, die haben zum Beispiel eben ein rosanes Trikot oder halt ein pinkes Trikot und das fand ich sehr interessant und deswegen habe ich euch das Ganze einfach mal verlinkt, checkt das auf jeden Fall mal ab, also die Website und das Video. Okay, damit bin ich auch schon wieder raus, falls ihr in Zukunft irgendwas Spezielles sehen wollt auf meinem Kanal, schreibt mir das in die Kommentare, da bin ich immer sehr offen dafür und dann war es mit dem Video, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Freut mich, dass du am Start warst. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, habt immer High Hopes und ciao.